Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Ich habe gerade bis Mitternacht ge... Bist du unfähig, eine Tür zu verlassen? Bis Mitternacht gewartet, ja, und jetzt ist die große Anrufung soweit, glaube ich. Würde ich einfach mal vermuten. Guck mal, wie sie sich hier alle versammeln. Na. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Artefakte von uralter Macht. Ich glaube, ihr habt gerade kein Video gesehen, genau wie ich, weil irgendwie war mein Spiel halt während dieses Videos, ja, ne, keine Rückmeldung so. Ja, und nun? Leute, hab... Es... Gibt es irgendwas zu sagen? Sibirien tot? Kann ich den looten? Ja, jetzt habe ich auch wieder Geräusche. Das ist ja trotzdem nichts daran, dass hier nichts passiert. Erwache! Was willst du? Ja, was ist denn hier nun passiert?
Wir sehen uns. Wege der Schlacht. Erwache. Ich möchte Templer werden. Die Zeit ist gekommen, da du aufgenommen wirst. Du solltest eins wissen. Templer zu sein bedeutet nicht nur gut kämpfen zu können und das Lager zu beschützen. Wir sind die auserwählte Wache des Schläfers, die Hüter des Geistes. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein. Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen, dass du nun bereit bist, einer der Unseren zu werden. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestählten Körper widersteht jeder Bedrohung. Geh nun zu Gornatot am Übungsplatz. Er wird dir deine neue Rüstung geben. Nun? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Kannst du meine Stärke und mein Geschick trainieren? Kampfkraft und Wendigkeit sind die Voraussetzung für jeden Kämpfer. Ja. Ich frage mich halt auch gerade, wieso muss der Beren beschützen? Der liegt tot vor ihm. Vielleicht nicht looten. In seiner Haut will ich trotzdem nicht. Ja, in seiner Haut will ich wirklich nicht stecken. Und was ist jetzt der Orkfriedhof? Das ist das Einzige, was ich hier machen muss. Kann. Ich werde mal wieder schlafen. Ist ja jetzt vorbei, der ganze Schwachsinn hier. Große Anrufung und so. Das sag ich auch immer, wenn ich irgendwo anrufe. Wenn ich die große Anruf und danach liege ich auch immer tot auf dem Boden. Das ist also immer sehr identisch, was hier passiert. Guten Morgen. So, dann snappe ich mir noch gerade mal die Rüstung. Von dem einen Typen da. Weißt du, absolut kein Sektenspinner, ne, aber Templer sein. Ich dachte, das wäre schon längst geklärt. Das passiert mir nicht nochmal. Oh. Quatsch wird viel. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Lass uns lieber über was anderes reden. Das passiert mir nicht nochmal. Ich hatte jetzt einfach keine Lust, wegen so einer dreckigen Scheiße Heiltränke zu verbrauchen. Gequatscht wird viel. So. Gorna, irgendwas. So, hier. Rüstung, mein Freund. Erwache! Hör doch mal auf.
auf mit der Scheiße. Ich möchte meine Templerrüstung abholen. Es ist mir eine Freude, dem Mann eine von unseren Rüstungen zu überreichen, der die Eier der Minecrawler gefunden hat. Diese Rüstung soll dich schützen, so wie der Schläfer die Bruderschaft schützt. Ja. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte dir eine bessere Rüstung zuteilen, doch dafür musst du einen großzügigen Beitrag an die Bruderschaft spenden. Ich sag jetzt nix, ne, dass ich hier der wichtigste Mann wahrscheinlich überhaupt bin. Ich habe es mir anders überlegt. Wie du meinst. Da habe ich jetzt überhaupt was bekommen. Nee. Jetzt bin ich so. Es ist doch hässlich. Ich sag da nichts zu. Ich sag da gar nichts zu. So. Das ist wirklich immer aufpassen, was man nochmal erzählt. Erstmal abwarten. Oh, speichern. Erwache! Ja. Ich will mit dir handeln. Gut. Ich will mit dir... Gut. Hier. Sehe ich ja wieder Kacke dabei, ganz viel. So, diesen Ring brauche ich auch nicht. Die leichten Lebitzenhose sowieso nicht. Gutlause, hier diese ganzen Stahlnagelkeulen. Und das hier. So, da kann ich jetzt ausgleichen. Eieieiei. Meine Güte, das gibt Geld. Ich halte mich da lieber raus. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, als ich gekommen bin. Da habe ich mir ein bisschen zu viel. Ich habe irgendwie auf meinen eigenen Geldstand geguckt. Lass uns lieber weiß. So. Ja. Nee, er kommt nicht über die 1000, das finde ich lustig. So, okay. Ich bin reich. 14 Minuten. Ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.